Wir sind das Architekturbüro Süss Architektur. Uns gibt es seit 2003. Wir sind ein Team von 5 Personen, 2 Lernende, ein Zeichner, ausgelernter Zeichner, Fachrichtung Architektur, ein Bauleiter und mich als Architekt. Wir sind vorwiegend im Wohnungsbau tätig, machen Neubauten, Umbauten, aber in letzter Zeit haben wir auch diverse Schulhäuser umbauen oder sanieren. Seit der Bürogründung haben wir das Archicad im Einsatz und wir tun seit dem Anfang alle Projekte dreidimensional modellieren. Das aus dem Grund, weil wir eigentlich alle Schnitte und Ansichten und vor allem auch Visualisierungen gerade aus dem Modell heraus können erstellen. Ja, ich denke, durch das, dass wir von Anfang an schon alle Projekte dreidimensional modellieren, sind wir sicher auch für die Zukunft gewappnet, weil das Thema BIM wird sicher immer mehr kommen und auch von den Bauherrschaften, wahrscheinlich eher von der öffentlichen Seite, auch immer mehr gefordert werden. Wir haben das Teamwork seit ca. 5 Jahren im Einsatz und der grosse Vorteil daran ist, dass mehrere Personen gleichzeitig am gleichen Projekt arbeiten können. Und vor allem auch, wenn man gewisse Zeitdruck hat, Abgabetermine hat, dass man die letzten Arbeiten gleichzeitig auf einen Zeitpunkt fertigstellen kann. Wir haben uns für BIM Cloud als zentrale Austauschplattform entschieden, weil wir nicht nochmal ein zusätzliches Tool oder ein Programm haben wollen, sondern weil wir das für das Teamwork im Archicad sowieso schon im Einsatz hatten, vorher mit der BIM Cloud Basic. Bevor wir BIM Cloud im Einsatz hatten, haben wir den Datenaustausch von den Plänen entweder über E-Mail oder Datenaustauschplattformen übers Internet gemacht. Das hat dazu geführt, dass man mit den Datengrössen sehr oft an Anschlag gekommen ist. Der Austausch per E-Mail oder Datenplattformen hat dazu geführt, dass nicht alle Beteiligten auf dem gleichen Projektstand waren. Die ABIC Schweiz AG ist eines von 7 Standorten der ABIC-Gruppe im deutschen Sprachraum. Mit der Süss Architektur dürfen wir zusammen ein Schulhaus betreuen, einen Umbau in der Region und nutzen dazu BIM Cloud. Auf der BIM Cloud kann man für die verschiedensten Personen, die am Bau beteiligt sind, wie Fachplaner oder Bauherrschaften, Accounts einrichten, wo sie dann auf die einzelnen Ordner zugreifen können. Für die verschiedensten beteiligten Personen kann man je nachdem gewisse Ordner freischalten und Berechtigungen zuweisen. Das hat den Vorteil, dass jede Person nur den Ordner sieht, den sie auch wirklich braucht. Und die anderen Berechtigungen sind gar nicht zugewiesen. Durch die Benachrichtigung, die man in der Regel per Mail bekommt, kann man direkt auf den Browser zugreifen, mit einem Passwort das entsprechend aktivieren und man wird eigentlich sehr gut angelotst zu den neuesten Dateien, die man dann entsprechend herunterladen kann. Die kann bei sich einlesen, sei es jetzt eine DWG-Datei, sei es eine PDF-Datei oder sonst eine weitere Datei. Die kann man entsprechend bearbeiten und dasselbe wieder aufladen und dann werden die Mitplaner entsprechend benachrichtigt. Auch für Bauherrschaften ist es eine Erleichterung. Die sind jetzt auch immer auf dem gleichen Stand wie wir. Wir müssen sie nicht immer per E-Mail informieren, weil durch die automatische Benachrichtigung kommen sie immer, wenn wir etwas Frisches aufladen, dementsprechend ein E-Mail über. Auch für uns intern ist es eine grosse Erleichterung. Wir haben jetzt zentral alles an einem Ort. Wir können direkt aus dem Archicad raus die verschiedenen Plandokumente auf BIM Cloud laden. Auf der BIM Cloud sieht man auch immer die verschiedenen Versionen der einzelnen Dateien. Durch das ist es auch möglich, wenn einmal etwas überschrieben worden ist, wo man nicht wollte, wieder rückgängig machen. Man muss dann jetzt Dateien nicht auf verschiedenen Ordnern oder Plattformen zusammensuchen und schauen, welches ist jetzt die aktuellste und gültig, sondern man hat alles als an einem zentralen Ort. Auch die Pläne der Fachplaner haben wir jetzt zentral an einem Ort und wissen immer, welche
Version, die jetzt gerade gültig ist? Die BIM Cloud hat effektiv den grossen Vorteil, dass man alles zentral abgeleitet hat bzw. einen zentralen Zugriff hat und man immer Gewissheit hat, was ist gegen außen gestreut worden, was ist bei den Architekten und bei den Mitplanern angelangt. Das ist sicherlich ein wesentlicher Vorteil von dieser Plattform, die man hat, damit man einfach Gewissheit und Sicherheit hat. Die Unterlagen, die dort aufgeladen sind, sind die aktuellsten und sind keine irgendwie, Weitransfer, Mails, wo Sachen verloren gehen, wo man vielleicht nicht alle benachrichtigt. Das sind die wesentlichen Vorteile, dass wirklich alle, die dort registriert sind, auch den gleichen Wissensstand haben. Und das ist ja die positive Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir effektiv immer gewusst haben, pro Bauphase, welcher Plan gilt und welcher Plan gilt nicht mehr. Bevor ich mich für die BIM Cloud entschieden habe, habe ich das Webinar von der IDC geschaut und dann im Nachhinein gewusst, das ist das Richtige für mich. Aufgrund von dem habe ich dann auch schon ein bisschen Vorwissen gehabt, wie das die Einrichtung funktioniert. Für das Einrichten von der BIM Cloud habe ich telefonisch eine kurze Einführung bekommen. Anschließend habe ich dann selber mal probiert, wie das ganze Tool funktioniert und ich muss sagen, es ist eigentlich recht gut gegangen. Es ist einfach aufgebaut, so quasi Learning by Doing habe ich alles eingerichtet. Wenn mal etwas nicht genau so funktioniert hat, wie ich es wollte oder ich irgendwo angestanden bin und nicht weiter gewusst habe, konnte ich problemlos telefonisch Hilfe holen. Wir haben jetzt die BIM Cloud schon ca. seit einem Jahr in Betrieb und die Handhabung funktioniert eigentlich recht einfach. Die Berechtigungen für die einzelnen Personen zuweisen ist einfach zum Einstellen. Auch neue Ordner erstellen, das funktioniert sehr gut. Seit wir die BIM Cloud im Einsatz haben, haben wir die Effizienz wesentlich steigern. Vor allem auch aktuell während der ganzen Homeoffice-Zeit ist die Kommunikation viel einfacher gewesen im Teamwork, weil man da kleine Nachrichten hin und her schicken zwischen den einzelnen Zeichnern. Man hätte nicht immer das Telefon in die Finger nehmen, sondern das einfach so lösen können. Die Datenorganisation ist auch einfacher geworden. Man hat alles zentral jetzt an einem Ort und muss nicht immer alles gut zusammensuchen.